EA Sports, bleiben Sie dran. Kein schönes Wetter heute, liebe Zuschauer, aber bestens gelaunt trotzdem Wolf Fuß und Frank Buschmann. Buschi, welche Auswirkungen hat der Regen aufs Spiel? Ja, der Ball wird auf dem Rasen natürlich unglaublich schnell. Das könnte hier und da zu Problemen führen. Meistertore gegen wenigste Tore, in meinen Augen klare Sache. Zumindest, Wolf, wenn man den bisherigen Saisonverlauf sieht. Hier nun die Aufstellung der Gastgeber. Werfen wir einen kurzen Blick drauf. Schauen wir noch kurz auf die Formation. Es wird ein offensives 3-4-3 werden. Das Motto ist klar, volle Power für die Offensive. Was anderes geht gar nicht, wenn du die Mannschaft so einstellst. Und da haben wir die Startformation der Gäste. Und auch bei Ihnen sehen wir ein 3-4-3. Schon spannend, dass hier beide in der gleichen Formation antreten. Da könnte es dann auf die individuelle Klasse der Spieler ankommen, wenn sich die Teams da taktisch wirklich nichts nehmen. Und jetzt geht's los. Könnte was werden. Da ist er noch dran und drückt den Ball über das Tor. Der war zwar recht lange unterwegs, der Ball, aber den musst du trotzdem erstmal halten. Der Ball war lange unterwegs, gut pariert. Nicht schlecht, diese Gelegenheit, aber auch gut gehalten. War ja kein schlechter Schuss, aber eben auch gut aufgepasst. Ecke kommt rein. Da können sie erstmal klären. Jetzt hat er Platz, jetzt muss er flanken. Gut aufgepasst und gut verteidigt. Da ist Platz. Schlecht verteidigt, der geht vorbei. Da ist die Hereingabe. Der Schuss war nicht gut, kein Problem für ihn. Eine gute Möglichkeit hier, es gibt Ecke. Die Ecke kommt rein. Dick wäre da toll. Stark vom Verteidiger. Weg ist der Ball. Geht gut dazwischen. Weg ist der Ball. Schöne Aktion. Die Gefahr erstmal wieder bereinigt. Hosina. Janscher. Jetzt haben sie den Ball verloren. Jetzt ist er auf und davon macht er das Tor. Jetzt der Schuss. So wünschen wir uns das. Frühes Tor in dieser Partie. Jo, so kann es weitergehen. Er macht den Treffer, aber eigentlich ohne echte Gegenwehr. Muss eigentlich nur noch einschießen. Ja, so Dinge hast du nicht allzu häufig. Das macht's leicht, ganz leicht. Er freut sich über das Führungstor. Sie setzen sein taktisches Konzept im Moment richtig gut um.
Sie sind jetzt also in Führung. 1-0. Hosina. Sie warten ganz geduldig auf Ihre Chance. Vielleicht müssen Sie das Tempo aber auch noch mal anziehen, um hier zu einer Torchance zu kommen. Er nimmt ihm den Ball ab. Und jetzt gehen Sie über die Flügel. Ball draußen. Es gibt Einwurf. Janscher. Jetzt kann er die Flanke bringen. Kurze Unterbrechung. Der Ball ist im Seitenaus. Fängt diesen Ball ab. Da muss er flanken. Hosina. Nee, nicht drin. Was für eine Chance. Schöner, platzierter Ball, aber nicht platziert genug. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Ah, da kann sich die Abwehr natürlich entspannt zurücklehnen bei solchen Flanken. Also ich möchte heute nicht in der Haut der Spieler stecken. Der Regen hört nicht auf. Hoffentlich hält der Platz es aus. Ja, die Akteure sind auf keinen Fall zu beneiden. Der Platz kann das ab. Dank der Drainagen heutzutage sind die Schlammschlachten von früher ja selten geworden. Und da ist der Ball wieder weg. Janscher. Guter Pass, so machen sie das Spiel breit. Gefahr erstmal bereinigt nach dieser Hereingabe. Gut geklärt vom Torwart. Auf den Flügel kommt der Ballbesitz. Hosina. Sie haben Platz. Er zieht ab. Den Ball erwischt er gar nicht gut und so ist der Schuss natürlich überhaupt kein Problem für den Torhüter. Ballverlust. Wird das seine Torchance? Da trennt er ihn fair vom Ball. Jetzt haben sie den Ball verloren. Und jetzt haben sie den Ball. Ganz souverän hier vom Torhüter. Janscher. Kein guter Pass. Weg ist der Ball. Jetzt die Flanke. Da hätte er fast den Doppelpack geschnürt. Noch ist genug Zeit, kann noch klappen. Das sah gut aus bis hierhin, aber jetzt haben sie den Ball verloren. Da ist die Chance. Kein guter Abschluss hier.
Elfmeter, ganz klar. Das ist korrekt, es gibt Gelb. Die gibt vielleicht nicht jeder, aber geht in Ordnung. Das war natürlich mit viel Risiko, mit zu viel Risiko. Der Schiedsrichter wertet dieses Einsteigen, diese Grätsche richtig. Er macht das Tor. Guter Elfer. Die Chance lässt er sich nicht nehmen. Gut verwandelt. Dem Druck standgehalten. Elfer verwandelt. So, jetzt können wir uns den Treffer noch mal genau anschauen. Diesmal aus einer anderen Kameraperspektive. Und damit alles auf Anfang. Es steht 1:1. Reguläre Spielzeit ist um, aber es geht noch weiter. Gibt 3 Minuten obendrauf. Er nimmt ihm den Ball ab. Jetzt liegt es vor allem an den Kreativen. Hier mal eine Idee. Er schießt. Er stellt den Körper rein und kann den Schuss blocken. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Sehr guter Einsatz. Wir gehen mit einem 1:1 in die Pause. Alles total offen hier. Es steht immer noch unentschieden hier. Heute offensiv nicht viel, deshalb auch keine Treffer zur Pause. Das Wetter spielt überhaupt nicht mit. Auch im zweiten Durchgang regnet es. Geht gut dazwischen. Weg ist der Ball. Da passt er auf und hat den Ball. Wird's jetzt gefährlich? Freistoß, und wenn er Pech hat, fliegt er jetzt vom Platz. Entscheidet auf Freistoß, lässt aber die Karte stecken. Was für ein Glück für den Spieler. Der ist ja bereits verwarnt. Gute Chance. Kein Tor. Klasse gemacht. Das war knapp. Das war knapp. Nicht ungefährlich. Ja, fast das Tor hier. Ein wirklich guter Freistoß. Da kommt der Pass. Hereingabe. Wenn so ein Volley reingeht, steht das Stadion Kopf. Aber wenn dann so ein Ding dabei rumkommt, dann ist es eher frustrierend. Sehr gute Gelegenheit eigentlich, aber klar vergeben. Die Flanke war richtig gut, leider die Ballabnahme nicht so wirklich. Kein guter Pass. Weg ist der Ball. Da ist die Hereingabe. Sie kommen über den Flügel. Und nun ein Schuss. Da muss mehr kommen, Freunde. So wird das sicher nichts mit dem Tor. Philipp Husbeck. Guter Pass jetzt. Hosina. Das war wieder eine Gelegenheit, aber sie gehen nicht in Führung. Sturm Graz nimmt eine Auswechslung vor. Genau, neue Impulse sollen jetzt her von der Bank.
Da kommt der Schuss. Und jetzt gibt es eine Ecke. Jetzt die Ecke. Hereingabe kam gut, aber der Ball ist erstmal weg. Jetzt haben sie den Ball. Fast die Führung. Jetzt können sie gleich den Ball einwerfen. Janscher. Das war einfach. Und er hat den Ball. Ja, warum denn nicht? Den hat er wohl nicht richtig getroffen. Ja, das Ding geht ein gutes Stück vorbei. Gar kein schlechter Versuch aus der Distanz. Kein Vorwurf, da keinen Pass zu spielen, sondern abzuziehen. Der Mut hätte belohnt werden sollen. Bei dem Weitschuss fehlte eigentlich nicht viel. Schön finde ich, dass er sich getraut hat. Ein schöner Distanzschuss, aber vielleicht wäre der Pass zum Mitspieler sinnvoller gewesen. Toller Pass. Und jetzt die Chance. Jetzt hatten sie die Chance. Das wäre die Führung gewesen. Weiter geht es mit einem Einwurf. Philipp Husbeck. Und noch ein weiterer Einwurf. ...20 Minuten haben wir noch auf der Uhr. Mal sehen, was sich noch tut. Und er schießt! Sie wollen die Führung, aber die Chance vergeben. Jetzt wird's gefährlich. Der Steilpass war eine gute Idee, aber hier war er nicht genau genug. Sieht gut aus. Sie lassen den Ball laufen, aber noch fehlt die Lücke in der Abwehr. Jetzt ist der Angriff doch gestoppt. Der Gegner hat den Ball. Jetzt wird hinten Beton angerührt. Klar, tolles Zuspiel. Jetzt die Flanke. Der Assistent entscheidet richtig, das sehen wir auch in der Wiederholung. Ball draußen gibt Ecke. Der Ball kommt rein. Aus dem Angriff haben sie nichts gemacht. Jetzt ist der Ball weg. Den Ball spielt er gut. Er versucht. Klasse Aktion. Torwart hält den Ball fest. 9 Minuten sind hier noch zu spielen. Guter Pass. Den Schuss hält der Torwart. Gute Gelegenheit und das wäre dann sein zweites Tor heute gewesen.
ob hier noch ein Tor fällt. Lange zu spielen ist nicht mehr und es steht unentschieden. Und damit sind sie am Ball. Sturm Graz nimmt eine Auswechslung vor. Warten wir mal ab, ob dieser Wechsel dann auch den gewünschten Erfolg haben wird. Er schießt an die Latte. Ja, hätte die späte Führung sein können. Aluminium. Schöner Pass. Da müssen Sie aufpassen. Da zieht er ab. Es gibt ihn. Elfmeter. Es gibt hier den Elfer und Rot. Und das kann das Ding hier jetzt entscheiden. Kurz vor Schluss steht es noch unentschieden. Fällt hier jetzt die Entscheidung? Der geht nicht rein. Nein, da war der Torwart da und hat ihn ganz stark. Chance zur späten Führung, aber diesen Elfmeter vergeben sie. Da kann der Trainer nicht zufrieden sein. Gibt es hier vielleicht doch noch die Chance? Schuss! Sie stehen hier natürlich unter Druck, deshalb vielleicht auch der schwache Abschluss hier, Buschi. Na klar, Wolf, dass du irgendwann ans Nachdenken kommst. Und das ist nicht förderlich fürs Spiel, wissen wir. Schön gemacht, jetzt die Flanke. Kein guter Abschluss hier, ungewöhnlich für ihn. Ja, war er einen Moment unkonzentriert und dann geht's schnell. Und wenn Sie hier noch den Sieg holen wollen, dann sollten Sie diesen Angriff tunlichst. Er entscheidet auf Freistoß. Die gehen heute schon ziemlich hart rein. Wieder eine Verwarnung und dabei sind sie schon in Unterzahl. Ja, da muss jetzt auch irgendwas vom Trainer draußen an der Seitenlinie kommen. Die müssen kühlen Kopf bewahren. So, gleich kommt der Ball rein und vielleicht nutzen sie das noch zur Führung. Ball kommt rein. Jetzt der Schuss! Wenn so ein Volley reingeht, steht das Stadion Kopf. Aber wenn dann so ein Ding dabei rumkommt, dann ist es eher frustrierend. Wir haben den Schlusspfiff, Buschi, und wir hören es deutlich, die Fans sind sauer. Sauer über diesen Platzverweis, der aus ihrer Sicht keiner war. Aber ich finde, wenn sie nachher die Fernsehbilder sehen, müssen sie ihre Meinung ändern.